was Kunden wichtig ist. Die Experten-Talks der System Alliance. Jetzt hier auf der Bühne am Messestand. Ja, als Mittelständler, ich sage dazu, ist kein System Alliance Partner. Ein bisschen Wahrheit ist da, was zumindest die Wahrnehmung des Themas angeht. Aber, Herr Volkmar sagte es schon, das grüne Gewissen, das sie auch eingangs angesprochen hat, ist schon etwas, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und wir haben einerseits natürlich viele Themen, viel zum Thema Norm gehört in den letzten Wochen, weil neue Normen verabschiedet worden sind. Auf der anderen Seite fehlt derzeit einfach noch das Bewusstsein davon. Man weiß nicht, was soll man überhaupt damit anfangen, welchen Vorteil habe ich davon, wenn ich das anwende. Der Herr Graner nickt ganz kräftig, Sie stehen ja auch regelmäßig im Kontakt mit Kunden. Ist das, was Herr Spaniel eben ausgeführt hat, auch das, was Sie erleben? Es ist irgendwie ein Thema, aber wunderbar unkonkret. Ja, der Meinung kann ich mich definitiv nur anschließen. Man spricht es immer wieder an, aber man merkt, man geht noch nicht so gezielt in die Tiefe. Ich denke einfach natürlich vielleicht von den Medien oder so hat es irgendwo einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber man hat sich als Mittelständler noch nicht so tief beschäftigt. Herr Volkmar, Sie haben eben auch angesprochen, dass da natürlich auch ein wirtschaftlicher Hintergrund zu bedenken ist, denn die Prozesse, die da aufgesetzt werden, die verursachen ja Kosten an der einen oder anderen Stelle. Haben Sie denn das Gefühl, dass es da grundsätzlich eine Bereitschaft gibt, auch bei den Versendern da auch in die Tasche für zu greifen und zu sagen, ich will hier ein ökologisch einwandfreies Produkt und dafür zahle ich auch mehr? Also diese Bereitschaft sehe ich nur sehr eingeschränkt. Dass es eine Notwendigkeit ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und dort auch Fakten zu schaffen, sprich CO2-neutral zu produzieren in jedweder Beziehung, das ist fast jedem klar. Das sieht auch jeder ein. Da ist auch eine Bereitschaft. Nur, so hat es den Anschein, es gibt keine Budgets dafür in den Firmen. Noch nicht. Der Druck wird sicherlich größer aus der Bevölkerung über die Politik, klar. Und es wird etwas passieren. Und wer heute dabei ist, hat morgen mindestens einen Meter Vorsprung. Ja, Stichwort Fakten, Herr Spaniel. Welche Fakten gelten denn? Es gibt so viele unterschiedliche Berechnungsmodelle. An was sollte man sich denn orientieren, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, das Thema Carbon Footprint, dann ja auch auf Produkt- oder Company-Ebene, alles große Fragen anzupacken? Was empfehlen Sie denn Ihren Kunden? Also es ist so, dass man grundsätzlich überlegt, für wen berechne ich denn Carbon Footprint? Ist es der Kunde, derjenige, der bei mir nachfragt? Dann ist es in der Regel der Kunde hinter dem Kunden. Ne, weil unser Kunde, der kommt auch nicht zu uns und will den Carbon Footprint für sich selbst, sondern weil IKEA zum Beispiel auf sein Regal, auf sein Billy draufschreiben möchte, welchen CO2-Anteil dadurch entstanden ist. Wenn man das als Fokus hat, und das hat momentan ja auch die System Alliance als Fokus, dann ist es der Product Carbon Footprint. Das heißt, es interessiert, welchen Footprint, welchen Anteil an CO2-Äquivalenten ist erzeugt worden durch den Transport eines Produkts. Und da ist es auch so, dass die entsprechenden Normen es einem relativ einfach machen. Wenn man sich hier umhört, auch auf anderen Messeständen, ist ja teilweise sehr viel Aufwand betrieben worden, um sehr genaue Werte zu messen. Es hat kürzlich, das war vor einem Monat in etwa, ist in der DVZ eine Beilage erschienen zu dem Thema CO2. Da hat auch der bereits viel zitierte Dr. Lore hier ein Statement dazu abgegeben. Der sagte auch, einen tagesgenauen Carbon Footprint interessiert niemanden. Weil ein Kunde, der heute 20 Kilo von A nach B schickt, oder sagen wir mal 200 Kilo von A nach B schickt, erwartet es, dass dieselbe Sendung morgen auch 200 Kilo von A nach B denselben Wert hat. Das ist genauso wie wenn ich einen Preis abfrage, dann möchte ich auch jeden Tag den gleichen Wert haben als Kunde. Also in diesem Bereich Produkt Carbon Footprint ist die Sache relativ einfach. Da ist aber auch der Nachfrager der Kunde
Und das ist auch nicht die Größe, die man nutzen kann, um ein Netzwerk zu optimieren. Da gibt es eine zweite Größe, das ist der Company Carbon Footprint. Der hat auch eine eigene Norm und dort fließt alles ein. Bei den Product Carbon Footprint nach der Norm fließt zum Beispiel nicht der CO2-Anteil ein, der in Lägern oder in Hubs entsteht. Beim Company Carbon Footprint ist das mit drin. Das sind die zwei Welten, die man muss man wissen. Eine Company zu optimieren, macht man nach dem Company Carbon Footprint. Das andere macht man für den Kunden Product Carbon Footprint. Was mich in dem Zusammenhang mal interessiert, auch von Vertriebsseite, wer treibt das? Sie haben es eben gesagt, der Kunde hinter dem Kunden. Hier ist dann auch mal von Ihnen gesagt worden, Herr Volkmar, da gibt es schon Ansprüche, aber noch nicht die hundertprozentige Notwendigkeit. Meine Beobachtung ist, dass ja auch seit Fukushima sozusagen auch von der Politik gewollt, Energiewende, all diese Themen fließen da irgendwie mit rein, Euro 6 und so weiter. Kann man denn ausmachen, wer das wirklich will und wo man vielleicht auch Unterstützung bekommen kann als Branche bei der Einführung? Ja, der Mensch will es, die Bevölkerung will es. Jeder, der Kinder oder Enkel hat oder Bekannte hat, die Kinder haben, der kann doch nur, wenn er einen Gramm gesunden Menschenverstand hat, daran denken, diese Welt auch für die Nachwelt zu erhalten. Für die, die nach uns kommen, für die Generationen, die nach uns kommen. Und das geht eben nur dann, wenn wir uns alle drum kümmern. Und nicht irgendeiner eine Sonntagsrede hält und die anderen machen weiter wie vorher. Also da müssen wir schon, ja, ist ein Allemann-Manöver, ne? Ist dann ganz kurz Zwischenfrage, Herr Spahn, der Product Carbon Footprint nicht ein Auslaufmodell? Also das, was Herr Volkmar eben sagt, ist ja so der ganzheitliche Blick auf die Welt. Alle sind für alles verantwortlich und im Zweifel auch an allem schuld, wenn es den Bach runtergeht. Müssen wir da nicht von vornherein mehr in Richtung Global Carbon Footprint denken? Na gut, vom Detail ins Große, das ist schon nicht verkehrt, wenn man beim Produkt beginnt, weil auch das Produkt relativ einfach zu ermitteln ist und man einfach ja, die Ansatzpunkte hat. Was allerdings jedem bewusst sein muss, und das ist auch ein wichtiges Thema für die System Alliance und auch im Vertrieb, wenn man von einem Product Carbon Footprint spricht, von den 200 Kilo von A nach B, dann kann man diesen Wert nicht vergleichen mit dem Wert, den eine andere Kooperation oder ein anderer Spediteur anbietet. Und das ist momentan ein großes Manko, weil natürlich der Kunde, der Verbraucher, dazu tendieren mag, das zu tun. Und das ist momentan die Gefahr. Die Norm lässt mit Absicht diesen Spielraum zu. Warum lässt sie ihn zu? Und die unterschiedlichen Unternehmen produzieren unterschiedlich. Der eine hat einen eigenen Fuhrpark, der wüsste sehr genau, was er für Emissionen hat. Der nächste fährt mit freien Unternehmern, von denen bekommt er diese Information nicht. Also muss gerade auch im Stückgutbereich diese Norm einen großen Spielraum zulassen. Es wird ja dann eben von, Sie wollten was ergänzen? Ja, immer rein damit. Ganz kurz. Also das ist elementar wichtig, dass wir da ein einheitliches Messkriterium definieren. Denn das kann ja nicht angehen, dass die eine Kooperation so misst und die andere so misst. Also ohne jetzt technisch werden zu wollen, kann ich auch gar nicht, muss man sich auf gemeinsame Parameter verständigen, damit es auch für den Verbraucher, für den Kunden und für den Kunden des Kunden nachvollziehbar bleibt. Alles andere wäre, ja, hat so den Anschein von Augenwischerei und von Irreführung und ja, von Betrug will ich nicht reden, aber in die Richtung geht es ja, ne? Ist da was in Aussicht? Also gibt es eine Annäherung, die verschiedenen Modelle mal übereinander zu legen und zu gucken, was da passt? Also wenn man sich andere Normen anguckt, die im Umweltbereich verabschiedet worden sind, das gibt ja diese 14.000-Normen, ne? Die haben über die Jahre immer wieder eine Revision erfahren. Man kann jetzt nicht in die Glaskugel schauen, aber man kann davon ausgehen, dass der Druck auf die Politik durch den Verbraucher immer größer wird, sodass letztendlich die Politik diese Normen, also erstmal Regularien macht und dann aber auch die Normengremien darauf aufsetzen. Was ich vielleicht interessant finde, ist grundsätzlich das Bewusstsein, wo denn andere Länder sind. Wir gelten in Deutschland als recht grün. Wenn wir aber mal nach anderen Ländern schauen, dann überrascht es, wie weit die sind. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Dänemark seit 1. Januar Öl- und Gasheizungen in Neubauten nicht mehr verbaut werden. Kopenhagen hat erklärt, ab dem Jahr 2025 klimaneutral zu sein. Warum macht es Dänemark? Dänemark sieht das als Wirtschaftsvorteil, dass sie im Bereich Green Technologien entwickeln, die dann auch in anderen Ländern, nach anderen Ländern exportiert werden können. In Deutschland war das lange Zeit so, in vielen Technologien, wir denken mal an Solar und Wind, dass man das erkannt hat. In dem Bereich CO2
sind wir noch nicht so weit. Da sind wir sicherlich als Deutsche nicht Marktführer. Jetzt haben Sie gesagt, die Politik treibt, die Gremien müssen die Normen anpassen. Die Politik bezahlt aber nicht, wie wir alle wissen, die fordert und formuliert. Jetzt frage ich den Herrn Graner mal, wäre zum Beispiel die Spedition Deal bereit, zu sagen, wir haben hier ein Budget, wir wollen ökologisch produzieren oder nachhaltiger produzieren, wir machen mal so einen ersten Schritt und nehmen Geld in die Hand und gehen diesen Weg einfach mal? Oder würden Sie immer sagen, wir gehen den Weg gerne, wenn unser Kunde den mit uns geht? Also ich denke, das ist ein Weg, den man definitiv nur gemeinsam gehen kann mit dem Kunden zusammen. Ich denke mal, generell der Grundinvest muss eventuell von einer Firma Deal oder von anderen Speditionen getätigt werden. Aber ich denke, es muss dann einfach auch endgültig dann umverlagert werden. Wir sind Dienstleister und wir üben eine Tätigkeit aus, wo dann auch nachher diese CO2-Bilanz, sagen wir, unser Kunde und auch natürlich der Endverbraucher, den wir dann beliefern oder auch der Handel, einen gewissen Nutzen davon hat. Ja, Stichwort Nutzen, Herr Volkmar, Kunden nutzen, das worum es geht, ein Kunden, dem Sie was verkaufen wollen, der fragt, okay, verstehe ich, was habe ich davon? Wo sehen Sie denn bei dem Thema CO2 den Kundennutzen jetzt mal jenseits des Themas Kundenbindung, dass Sie einfach auch mit Ihrem Kunden ins Gespräch kommen? Okay, also ein monetärer Vorteil ist sicherlich vor der Hand nicht nachzuweisen. Wie soll man es benennen? Es ist ein ideeller Zugewinn, ganz sicher. Auch imagefördernd, klar, wenn ich damit werben kann, dass meine Waren durch meinen Dienstleister CO2-neutral zum Kunden kommen, ist das, glaube ich, ein Pfund, mit dem man durchaus wuchern kann. Aber das an Heller und Pfennig oder an Euro und Cent festzumachen, ich glaube, das ist im Moment nicht möglich. Also eher die weichen Faktoren aus Ihrer Sicht. Herr Spanien, Sie wollten dazu noch was sagen? Ich habe gestern ein interessantes Gespräch gehabt mit einem System Alliance Partner, der sagte, also für uns ist es durchaus auch wirtschaftlich interessant, grüne Logistik zu betreiben. Der Partner hat kürzlich zwei Neubauten gehabt. Der hat diese zwei Neubauten nach Nachhaltigkeitsfaktoren gebaut und spart bares Geld. Er sagte auch, wenn wir diesen Product Carbon Footprint nehmen, der Product Carbon Footprint berechnet sich ja bei der System Alliance nach Entfernung und Gewicht, da gibt es natürlich eine Korrelation zu den Kosten. Wenn es mir gelingt, weniger zu fahren, die Auslastung der Strecken zu erhöhen, reduziert sich der CO2-Anteil. Gleichzeitig reduzieren sich natürlich die Kosten. Das heißt, das ist schon etwas, was zusammengehört. Niedrigerer CO2-Wert korreliert irgendwo auch mit niedrigeren Kosten. Und dieses Bewusstsein, ich denke, das ist auch noch nicht bei allen vorhanden, dass man rein wirtschaftlich sich mit diesem Thema zu beschäftigen und noch das grüne Gewissen zu bedienen, dass beides zusammenpasst. Ganz kurz, also das ist ja nun Tagesgeschäft seit 150 Jahren, Herr Spaniel. Auslastung, klar, da wussten wir von CO2 wussten wir ja noch gar nichts, von dem Carbon Footprint schon gar nicht. Das haben wir, Ursache und Wirkung müssen wir da dann schon in der richtigen Reihenfolge belassen. Das ist ein schöner Nebeneffekt, ja. Das Interessante, wenn ich kurz einhaken darf, ist, dass man natürlich jetzt zusätzliche Daten bekommt, die man vorher nicht hatte. Dadurch erhebt man zusätzliche Daten, die man auch nutzen kann, um seine Auslastung zu optimieren, Daten, die man davor nicht hatte. Das heißt, da schließt sich der Kreis. Ne? Herr Graner, sehen Sie es ebenso wie der Kollege des Regionalbetriebs, der nicht erwähnt werden soll, will, darf, sehen Sie da auch grundsätzlich einen ökonomischen Nutzen? Einen wirtschaftlichen Nutzen. Ja. Ökonomisch war das Wort, das ich genuschelt habe. Ja, ökonomischen Nutzen. Ja, etwas schwierig. Ich denke, irgendwo der Markt oder auch die Kunden werden das in gewisser Form mit vorantreiben. Ich denke, da müssen wir dann Rechenschaft tragen und ob wir dann tatsächlich einen ökonomischen Nutzen tatsächlich als reines Transportunternehmen haben. Ja. Ja, da würde ich gerne zum Schluss Sie noch mal zu einem kleinen Plädoyer ermutigen. Der Herr Volkmann hat eigentlich schon angefangen mit der hohen Rede auf die nachkommenden Generationen, die Verantwortung. Jeder hat natürlich auch die Transport- und Logistikunternehmen. Ganz klar, wenn Sie der Systemallianz oder dem Thema Carbon Footprint Berechnung Transport und Logistik was wünschen würden, was wäre das? Viel Erfolg. Also ganz klar, wir müssen vorwärts in diesem Thema und nicht zwei Schritte vor, ein zurück, sondern wir sollten Doppelschritte nach vorn machen. Ja, und dazu möchte ich alle ermutigen. Ja, Herr Graner,
Also ich würde mir eine vereinheitlichte Berechnung wünschen, dass es wirklich absolut transparent ist und dass man dann auch Äpfel mit Äpfel und nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. In Spanien? Also ich bin überzeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit und Grün immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dass der Verbraucher, wir sehen es heute, wie die Bioläden aus dem Boden schießen, bereit sein wird, mehr Geld auszugeben, um letztendlich auch sein grünes Gewissen, sein ethisches Gewissen zu bedienen. Und er wird, davon bin ich auch überzeugt, auf Produkte achten, die entsprechend produziert worden sind. Also von daher ist es sogar, wird es ein Wettbewerbsfaktor werden. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Diskussion, Herr Spaniel, Herr Graner, Herr Volkmar. Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit, Frau Rosendahl strahlt. Mal gucken, ob es ein gutes Zeichen ist. Ganz vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns morgen um 10.30 Uhr. Unser Thema gute Personalarbeit. Und jetzt wünsche ich gleich ganz viel Spaß mit Christoph Müller und der Verlosung von den Kindles. Tschüss.